Hologramme auf Stoffe zaubern. Diese Idee hatten Textildesignerinnen der Luzerner Hochschule für Design und Kunst. Die Muster sollten aber nicht einfach auf Stoffen kleben und dort bald wieder abblättern, sondern in der Faser enthalten sein. Der Stoff, der verändert sich, oder? Je nachdem, welches Licht man nimmt und je nachdem auch, ob man es noch immer hat, wo man zum Beispiel dran vorbeiläuft und dann auch die Muster immer von unterschiedlichen Seiten sieht. Also je nachdem, wo man in dem Raum sitzt, sieht man etwas anderes. Vor 2 Jahren gelangten die Designerinnen deshalb an Marcel Halbeisen. Er ist der Textilspezialist der EMPA St. Gallen. Der Preisträger des Swiss Technology Award hat eine Technik entwickelt, wie er mit Hitze Textilfasern prägen kann. Also die Idee ist an und für sich gesehen, dass wir die extrem feine Strukturen, die man normalerweise auf harten Materialien hat, wie zum Beispiel eine CD oder ein Buch, oder wo sie halt eingesetzt werden, dass man das auf ein sehr weiches Filament auf den Faden überbringen. Und da haben wir uns gesagt, das müssen wir irgendwie über einen Prägevorgang lösen, dass wir also die Strukturen in einen Faden hineinprägen, hineinpressen. Wir haben eigentlich so eine Folie, wie man hier sieht, wo feinste Nanostrukturen drauf sind, die uns jetzt auch den Effekt geben. Man hat zwar das Gefühl, dass sie ganz glatt, aber das ist es nicht. Haben wir auf den Zylinder hier drauf gemacht. Halbeisen wählte einen Plexiglasfaden. Er ist stabil und doch weich genug, um bei Hitze die Nanostruktur im Gewebemantel aufzunehmen. Um den holographischen Effekt auf dem Faden zu erreichen, nützt Halbeisen die sogenannte Diffraktion des weißen Lichts aus. Also weißes Licht, das trifft jetzt hier auf eine gerade Oberfläche. Auf dieser geraden Oberfläche wird weißes Licht einfach auch wieder gleich reflektiert. Das ist wie ein Spiegel. Wenn wir jetzt auf unserer Oberfläche eine Nanostruktur hineinprägen, sehr präzise Nanostruktur, dann wird jetzt das weiße Licht, das hier drauf trifft, eben nicht gerade reflektiert, sondern es wird aufgefächert in die verschiedenen Regenbogenfarben. Das fängt bei Rot an, geht über Orange, bis wir am Schluss zum Blau und Violett kommen. Der Beobachter, der sieht jetzt von diesem Winkel aus dann eben violett und von diesem Winkel aus sieht er dann nachher rot. Das heisst, je nachdem, wenn er sich bewegt oder wenn sich der Stoff bewegt, dann sehen wir andere Farben über das ganze Regenbogenspektrum. Der Effekt funktioniert nur, wenn wir hier Nanostrukturen haben, die kleiner sind als die Wellenlänge des Lichts. Das heisst, so 5 bis 10 Nanometer gross, 5 bis 10 Milliardstel Meter klein. Nur dann haben wir hier die Auffächerung dieser Farben. Solche mikroskopisch kleine Strukturen in Oberflächen prägen, das können in der Schweiz nur wenige Industriebetriebe. Die 3D AG in Baar produziert Prägevorlagen für 700 Muster. Eine solche hat Halbeisen für seine Forschung erhalten. Die Prüfung zeigte, der Faden hatte die Nanostruktur auf Halbeisens Anlage perfekt übernommen. Nach 1,5 Jahren Forschung stand der Produktion des Stoffs nichts mehr im Weg. Endlich konnten die Textildesignerinnen der Luzerner Hochschule mit dem Weben beginnen. Doch schon beim ersten Test passierte es. Wir haben dann angefangen weben damit. Es war sehr steif zum Verweben. Prüfung und auch im Gewebe. Es hat einfach sich nicht zu einer weißen Fläche zusammengefügt. Das Rasterelektronenmikroskop zeigt, die Faser war beim Weben zersplittert. Für eine Textilfaser war Plexiglas viel zu spröd. Das Projekt drohte zu scheitern. Die 150.000 Franken Forschungsgelder vom Bund waren aufgebraucht. Gleichzeitig verlangte Bern positive Resultate. Der letzte Ausweg: Stoffe aller Art aus dem Fundus sammeln und in die 3D AG bringen. Vielleicht könnte man sie ja direkt unter die Nanopresse legen. Wir sind einfach mit der Biege gekommen und haben gedacht, ja, jetzt probieren wir es nochmal. Und ob es wirklich funktionieren wird, wir haben keine Ahnung gehabt. Mit über 100 Grad Wärme und mehr als 5 Tonnen Gewicht drückt die Prägepresse die Nanostruktur in den Stoff. Doch die Stoffe reagierten nicht. Die Nanopresse war für harte, stabile Unterlagen konstruiert. Bis dieser billige Stoff aus Polyacryl kam. Als einziger konnte er die Prägung übernehmen.
Im letzten Moment hatten die Textildesignerinnen ihre Vision gerettet, auch ohne den allzu spröden Plexiglasfaden von Marcel Halbeisen. Am Ende kann man sagen, spielt das nicht so eine Rolle. Hauptsache, man hätte etwas umsetzen können. Das war der Durchbruch, eine Faser, die man kennt, wo es an verschiedenen Orten schon gibt, wo günstig ist und wo es funktioniert. Auf Umwegen zum Erfolg. Statt einer einzelnen Faser kommt jetzt also der ganze Stoff unter die Nanopresse. Bereits hat ein Industriepartner mit dem Umbau seiner Webmaschine begonnen. Längst ist vergessen, dass das Projekt vor kurzem noch, im wahrsten Sinne des Wortes, an einem dünnen Faden hing.